Einen wunderschönen. Da bin ich auch schon wieder, euer Odin, und ich begrüße euch zu ein paar etwas anderen Videos in der nächsten Zeit. Ihr wisst ja, ich mache mal Unboxing, Hardware-Check. Ich habe jetzt hier ein paar Produkte, da kann ich keinen Hardware-Check machen. Ich kann es auspacken, ich kann euch die Hardware vorstellen. Deswegen habe ich sie mir auch extra geordert. Die gehen danach wieder zurück, weil ich da viele Fragen zu bekommen habe. Aber ich kann sie leider nicht testen. Das ist einmal der SCART to HDMI. SCART zu HDMI-Konverter, weil ich kein Produkt mehr habe, was einen SCART-Anschluss hat, was SCART-Signal ausgibt. Kann ich das leider nicht testen. Aber viele haben mir gefragt, die haben einen alten DVD-Player, wollen den halt nicht wegschmeißen oder was weiß ich, und möchten ihn gerne weiter benutzen, und der neue Fernseher hat halt keinen SCART. Was machen wir? Dafür haben wir dieses. Dann habe ich hier zwei Produkte. Das ist einmal Toxlink zu Coax und Coax zu Toxlink. Ich habe kein Coax-Gerät, wo ich euch das vorstellen kann. Deswegen wird es da auch nur ein Vorstellungsvideo geben. Ich werde es euch zeigen und erklären, warum und weshalb. Und ja, fangen wir an, würde ich sagen, mit dem SCART to HDMI. Wir haben wieder eine Anleitung mit bei. Die Anleitung ist in Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch und Espanol. Also da brauche ich auf die Anleitung, brauche ich auch echt nicht mehr großartig eingehen. Die ist echt toll. Also nicht so ein schlechtes Übersetztes ins Deutsche, nee, ein wirklich gutes Übersetztes ins Deutsche ist das. Also da hat mich bei Ligavo die Anleitung noch nie im Stiche lassen. So. Und dann haben wir einmal ein Stromkabel, den werde ich auch draußen lassen, den brauche ich für die nächsten Videos noch. Den werdet ihr dann sehen. Oh, der ist aber leicht. Oh, der ist diesmal aus Plastik. Ich mag ja die Metalldinger, aber der sieht auch nicht schlecht aus. Oh, der hat vorne wieder das mit dem Ligavo. Das finde ich schön. Also wenn ich vorne so raufgucke und dann hier Ligavo und hier halt die LEDs. Und unten steht dann halt auch nochmal die Nummer. Dann haben wir hier die Tasten. Und da sind die drei Ligavo-Punkte. Logo, Punkte. Ah, wir können auch 3D. On-Off, 3D, 720p und 1080p. Also der skaliert uns dann das Bild in 720p bzw. 1080p hoch. Und hier können wir 3D anschalten und 3D ausschalten. Und das Gerät einschalten und das Gerät ausschalten. Dann haben wir hier an der Seite die Lüftungslöcher. Und hinten haben wir dann praktisch den SCART-Eingang und den Ausgang HDMI, und da kommt der Stromkabel rein. Ja. So. Ich habe leider nichts, wo ich den testen kann. Es tut mir leid. Aber die Ligavo-Produkte haben mich echt noch nie im Stiche lassen. Noch nie. Und ich wollte die unbedingt mal vorstellen, weil ich ganz viele Fragen von euch bekommen habe, weil, wie gesagt, viele einen alten DVD-Player haben im Kinderzimmer oder auch im Wohnzimmer oder was weiß ich, und die halt gerne die halt nur einen SCART haben und das gerne benutzen wollen, und der neue Fernseher halt keinen SCART-Anschluss hat. Mein Fernseher hier hat auch keinen SCART-Anschluss, der hat nur noch HDMI, USB und so ein Rotz-Alit, aber kein SCART. Also könnte ich da auch kein SCART-Gerät dran betreiben. Ich habe auch davon abgesehen kein Gerät mehr, was einen SCART-Anschluss hat, um das zu testen. Ich habe alles nur noch HDMI. Deswegen kann ich euch das leider nur vorstellen. Aber, wie gesagt, nichtsdestotrotz, die Produkte von Ligavo haben mich noch nie im Stiche lassen. Ich habe etliche Produkte im Dauereinsatz. Und Dauereinsatz heißt, die sind wirklich jeden Tag an. Und haben in der ganzen Zeit noch nie ihren Geist aufgegeben. Deswegen kann ich davon ausgehen, dass das hier genauso sein wird. So, nee, das müssen wir offen lassen. Ich muss ja den Stromkabel nachher wieder reinmachen. Aber den brauche ich gleich noch für die Toxlink-Geräte, für das nächste Video, weil ich euch dazu noch was erklären will. So, dann mache ich jetzt hier auch erstmal einen Cut. Wie gesagt, der wandelt euch SCART in HDMI um. Mehr gibt es da eigentlich nicht zu sagen. Ihr kann 3D, habe ich euch gezeigt, mit dem Knopfdruck. Das habe ich schon an welchem waren das?
Da hatte ich noch so einen Upscaler, die haben auch diese 3D-Funktion, funktioniert richtig gut. Und diese 720p zu 1080p, das macht mein V-Converter, das macht, ich habe da mehrere Konverter von Ligavo schon getestet, die das sehr gut machen. Ich habe auch den 4K-Upscaler habe ich im Dauereinsatz, der ist dran, der funktioniert wunderbar. Also von daher, ich bin davon überzeugt. So, das soll es jetzt aber auch soweit gewesen sein. Ich verabschiede mich. Ahoi, sagt euer Odin.